nach meiner Weisheitszahnoperation, dem Achter, verliere ich jetzt vielleicht auch den Siebener. Jesus, wie das? Hallo ihr Lieben, freut mich, dass wir wieder gemeinsam ein Video machen. Aus aktuellem Anlass, ich hatte jetzt vor kurzem so einen Fall, da kam eine Patientin, die war bei ihrem befreundeten Zahnarzt, hatte eigentlich nie Probleme, ist 40 Jahre alt. Und der sagte, du, der Weisheitszahn, der muss raus. Der war völlig unter der Schleimhaut, war im Knochen und jetzt verliert sie auch noch den Siebener. Und musste der wirklich raus? Wieso verliert sie jetzt den Siebener? Klären wir das doch anhand ein paar Bilder. Zuerst einmal, wann gehört ein Weisheitszahn raus? Zu diesem Thema findet ihr einige Videos von uns. Ich möchte mich heute darauf konzentrieren, wann gehört der eigentlich raus und wann gehört der nicht raus? Denn häufig kommen gerade junge Menschen in die Ordination. Der Weisheitszahn ist unter der Schleimhaut, man sieht gar nichts. Man sieht das nur im Röntgen, dass er zum Beispiel so ein bisschen schief liegt, so wie hier. Und man sieht auch lokal keine Entzündung. Der Patient sagt, na, du, ja, es zwickt und zwackt ein bisschen hin und wieder und gehört der jetzt raus. Die häufigste Ursache für Beschwerden im Kieferwinkel ist nächtliches, unbewusstes Pressen und das hat gar nichts mit dem Weisheitszahn zu tun. Viele junge Menschen, wenn sie in der Berufsanwärterschaftsphase stehen oder vielleicht wenn sie noch jünger sind und in das Paarungsalter hineinkommen, dann erfahren Sie Stress. Dieser Stress führt zu nächtlichen Pressen und Knirschen und die Struktur, wenn sie belastet ist, reagiert dann dort mit einem Schmerz. Viele lassen dann ihren Weisheitszahn entfernen, der ist draußen und dann erfahren sie wieder so einen Schmerz. Na klar, wenn sie wieder mal Stress haben, in der Nacht unbewusst pressen, dann kommt ja der Schmerz wieder, weil das Ganze hatte nichts mit einer Weisheitszahn-OP zu tun. Und wieso kann man aber dann manchmal den Siebener auch noch verlieren? Das ist etwas, das passiert sehr, sehr selten, aber es passiert wie eben bei dieser 40-jährigen Patientin. Was war bei der Fall? Wenn es besonders blöd läuft, dann kann man also nicht nur eine falsche Indikation stellen, das heißt, man entfernt einen Weisheitszahn, obwohl die Ursache für den Gesichtsschmerz eigentlich eine andere war. Es kann dann, wenn es besonders blöd läuft, auch noch zur Entfernung vom Siebener kommen. Wie kann das passieren? Und das möchte ich euch jetzt ganz einfach erklären. Bei dieser besagten Patientin war es so, dass also der Achter, der lag im Knochen, war unter der Schleimhaut, das Ganze war dort eigentlich reaktionslos. Ich fragte, hast du dort hinten lokale Entzündungen? Na, eigentlich nicht, beim Zahnfleisch habe ich nichts gespürt, das war manchmal nur so ein bisschen so ein Ziehen. Und was ist da eigentlich passiert? Dieses Ziehen führte dazu, dass man also den Weisheitszahn entfernte, aber der Weisheitszahn, der lag so, dass zwischen dem schiefliegenden Weisheitszahn und dem davorstehenden Siebener überhaupt keine Knochenlamelle mehr war. Und die Situation war 40 Jahre lang stabil. Das war auch unverändert. Wir haben alte Röntgenbilder verglichen, da tat sich nichts. Aber durch die Entfernung des Weisheitszahns machte man diese hintere Wurzel, also die Wurzel hier beim Siebener, plötzlich macht man eine Kommunikation zur Mundhöhle. Und wenn diese Wurzel dort frei liegt, dann wachsen auf dieser Wurzel ja keine Zellen an, denn die Wurzeloberfläche, die ist nicht durchblutet und Zellen tun sich schwer, da irgendwie anzuwachsen. Meistens, in den meisten Fällen, ist die Wurzel noch von einer ganz dünnen Knochenlamelle umgeben. Der Knochen ist durchblutet. Wenn ich den Weisheitszahn dort rausoperiere, dann reicht diese dünne Knochenlamelle aus, dass sich dahinter wieder Knochen bildet, dass das hier alles wieder verknöchert. Wenn aber die Wurzel ganz frei liegt, dann kann der Knochen nicht mehr mit der Wurzel des Siebeners verwachsen. Es kommen immer wieder Speisereste hinein. Man hat sozusagen eine tiefe parodontale Tasche kreiert durch diese Weisheitszahn-OP. Und so kann es dann passieren, dass der Mensch nicht nur durch die falsche Diagnose den Achter verloren hat und nach wie vor hin und wieder unter einem Druckzuggefühl leidet, immer wenn er presst, sondern dass er dann zusätzlich noch einen Zahn verloren hat,
den man eigentlich hätte belassen können und den man auch nicht mehr therapeutisch irgendwie wiederherstellen kann. Denn das Problem der Zahnmedizin ist, wir können Knochen nicht mehr in diesem Ausmaß an die Wurzeloberfläche heranbringen. Das klappt auch in der Parodontologie nur sehr, sehr schwer. Wir schaffen das eventuell mit Zahnfleisch, Schlagwort Rezessionsdeckung. Ihr wisst also, seid immer sehr, sehr vorsichtig bei den Empfehlungen und den Diagnosen, denn das System ist nicht an solchen Erkenntnissen interessiert, weil ich als Arzt, ich verdiene ja nur, wenn ich den Weisheitszahn entferne. Bitte, ich sage immer wieder dazu, ich habe leicht reden, ich kann mit voller Hose noch leicht spucken, weil wir durchs Internet groß wurden. Das ist jetzt auch nicht bös gegenüber die Kollegen gemeint, die dann häufig allzu schnell einen Weisheitszahn operieren. Ich habe das als Junger selber so gemacht, nicht bewusst die Diagnosen sehr genau genommen, sondern man war einfach operationsgeil, man wollte Dinge machen. Denn man bekam ja nur nächste Operationen, wenn man einen gewissen Stock an OP schon gemacht hatte. Das heißt, man wollte viel operieren und all das führt dazu, dass häufig Dinge gemacht werden, die dann den Betroffenen schaden. Wenn ihr euch mal unsicher seid, ob der Weisheitszahn jetzt wirklich rausgehört oder nicht, fragt einfach 2, 3 Ärzte, verlangt die Befunde schriftlich, recherchiert ein bisschen im Internet und so habt ihr gute Chancen, das Leid von euch abzuwenden. Kennt ihr jemanden, der gerade vor einer Weisheitszahn-OP steht, der vielleicht mit diesem Problem konfrontiert ist? Schreibt es in den Kommentaren, teilt das Video. Denn wie immer, gemeinsam können wir, ihr wisst schon, alles Liebe.